zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei den Organisatoren von Global Change Now für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre, hier sprechen zu können. Und ich freue mich, dass dieser wichtige Kongress nun schon zum zweiten Mal stattfindet. Und ich freue mich so sehr, dass ich eben aus Chile dafür hergekommen bin. Ich möchte mich erstmal kurz vorstellen. Also ich unterrichte Volkswirtschaftslehre an der Universidad Austral de Chile, insbesondere Mikroökonomie und Wirtschaftspolitik. Die Universität liegt in der schönen Stadt Valdivia, das ist eine Küstenstadt im Süden Chiles. Im Norden Patagoniens ist umgeben von viel spektakulärer Natur und das wirkt sich auch ein bisschen auf die Universität aus. Der Leitspruch der Universität ist Conocimiento y Naturaleza, also Wissen und Natur. Und die Universität ist, naja, sagen wir mal, wortführend in Chile für alles, was Nachhaltigkeit angeht. Mit dem Fehler im Geldsystem beschäftige ich mich nun schon seit einigen Jahren, habe dazu auch schon einiges geschrieben, zum Beispiel in der Zeitschrift Humane Wirtschaft. Und das ist auch der Grund, warum ich hier bin. Der Herr Bangemann war so freundlich, mich einzuladen. Und ich folge dieser Einladung sehr gerne gefolgt. Übrigens ist, wo wir gerade schon von Veröffentlichungen sprechen, kürzlich ein Buch erschienen, wo ich mitgewirkt habe, in Zusammenarbeit mit der spanischen Universidad Mondragón. Und neben mir ist auch mein sehr verehrter Kollege Manfred Marx-Neef dabei. Den kennen vielleicht einige von Ihnen, der hat 1983 den sogenannten Alternativen Nobelpreis für Ökonomie erhalten. Das Buch geht über nachhaltige Entwicklung und enthält natürlich auch ein Kapitel über das Geldsystem, denn wenn wir das Geldsystem nicht verändern, können wir auch nicht uns nachhaltig entwickeln oder zumindest nur sehr schwer. Im Flyer steht, dass ich mich über moralisch-ethische Aspekte des Zinses unterhalten werde. Tatsächlich hatte ich dem Herrn Aslan angeboten, entweder über moralisch-ethische Aspekte oder über die Ursachen der Finanzkrise zu sprechen. Und der Herr Aslan wollte aber, dass ich den Schwerpunkt auf die Ursachen der Finanzkrise lege. Aber ich komme auch auf die ethisch-moralischen Aspekte am Ende zu sprechen. Der Vortrag wird sich in drei Teile gliedern. Der erste Teil wird also, wenn wir uns darüber unterhalten, was Geld ist, wie es entsteht und welche Probleme es mit sich bringt. Das wissen die meisten von Ihnen wahrscheinlich und deswegen werde ich da auch relativ zügig durchgehen. Der zweite Teil wird sich damit beschäftigen, wie wir die Krise lösen können und auch damit, wie wir sie nicht lösen können, nämlich durch Sparen, Rettungsschirme, Finanztransaktionssteuern, Goldstandard und freies Marktgeld. Und im dritten Teil werde ich einige moralisch-ethische Aspekte beleuchten. Ich hoffe, dass die Zeit dafür reicht. Vermutlich werde ich einiges von dem, was ich sage, werden Sie wahrscheinlich schon in anderen Vorträgen gehört haben. Das lässt sich leider nicht vermeiden, dass bei 40 Referenten da einige Redundanzen auftreten. Ich denke, das ist nicht so schlimm. Da halte ich es wie Goethe. Die Wahrheit muss man immer wiederholen, denn auch der Irrtum wird ja ständig gepredigt und zwar nicht von Einzelnen, sondern von der Mehrheit. Wenn wir mal in ein Lehrbuch schauen, dann finden wir da drei Funktionen des Geldes beschrieben: Tausch- und Zahlungsmittel, Wertaufbewahrungsmittel und Wertmaßstab. Geld als Tauschmittel, das ist klar, das macht Sinn. Wäre ziemlich schwer, immer die Güter gegeneinander direkt auszutauschen. Gut, es gibt Tauschringe, aber trotzdem macht es Sinn, ein Tauschmittel zu haben, mit dem das einfacher geht. Geld als Wertaufbewahrungsmittel, das macht schon weniger Sinn. Denn wenn alle Leute ihr Geld horten, was ja in unserem Geldsystem einfach möglich ist, dann kann es nicht gleichzeitig als Tauschmittel fungieren. Deswegen macht Geld als Wertaufbewahrungsmittel keinen Sinn. Und wir werden noch sehen, dass das also diese Differenz oder dieser Widerspruch die Ursache ist für die Finanzkrise, für die Schulden, für diese extreme Überschuldung, für die Spekulation, die Inflation, für die Umweltüberbeanspruchung, die nämlich aus dem Wachstumszwang resultiert und auch für die immer größer werdende Unterschiede zwischen Reich und Arm. Geld als Wertmaßstab. Wertmaßstab ist eigentlich ist Geld ein ziemlich schlechter Wertmaßstab, weil nämlich der Wert des Geldes sich immer ändert. Stellen wir uns mal vor, in der Physik würden die mit irgendwelchen Instrumenten messen, die so ungenau sind, dass sie sich ständig verändern. Das Urmeter in Paris, wenn das sich immer verkürzen würde, dann könnten wir schlecht rechnen in den Ingenieurwissenschaften. Im Folgenden werden wir erörtern, wie Geld entsteht und warum es deswegen nämlich auch ein schlechter Wertmaßstab ist. Und da bin ich über eine schöne Definition von dem Begriff Geld gestolpert in einem etymologischen Lexikon. Geld ist ursprünglich das, womit man Opfer erstattete, Sühne erbrachte. Geld kommt von vergelten, also eine Schuld begleichen. Und da sind wir schon ziemlich nah dran an dem, was Geld ist.
Wenn man nämlich mal in ein Lehrbuch schaut, also egal welches Lehrbuch, ob deutschsprachig, spanischsprachig, englischsprachig, da finden wir die Kreditgeldschöpfung erklärt. Ich habe das hier aus einem bekannten englischsprachigen Lehrbuch entnommen, nämlich von Gregory Mankiw, auf den komme ich gleich auch nochmal zu sprechen. Wenn also jemand 100 Geldeinheiten hat und bringt die zur Bank, dann bucht die Bank verbindlich keine Liabilities 100 Geldeinheiten. Ich nehme hier mal hier so einen Zeiger. Also die Bank bucht Verbindlichkeiten 100 und sie wird das Geld dann vermutlich wieder ausleihen. Zum Beispiel 90 Geldeinheiten der 100 wird sie ausleihen, 10 wird sie möglicherweise zurückhalten. In Wirklichkeit ist viel weniger als 10, aber in der Rechnung hier haben die 10 benutzt. Warum? Weil natürlich immer wieder Leute Geld brauchen und darüber verfügen wollen. Also sie kann die Bank ja nicht alles verleihen. Das heißt, sie verleiht nur einen Teil, nämlich hier die 90 Geldeinheiten. Und der Kreditnehmer wird das Geld irgendwo ausgeben, er kauft sich ein Handy beispielsweise und der Handybesitzer oder der Handyverkäufer legt das Geld auf seine Bank. Entschuldigung. Sagen wir, das ist die zweite Bank, das war also hier die First Bank und das ist jetzt die zweite Bank, die Second Bank. Die zweite Bank bucht also hier Guthaben 90 Geldeinheiten, das heißt, das gesamte Geld hat sich nun von 100 auf 190 erhöht. Auch die Bank wird das möglicherweise wieder ausgeben und so weiter. Das heißt, die Geldmenge vermehrt sich einfach durch Kredit. Das ist die sogenannte Kreditgeldschöpfung, die ist weithin bekannt. Man spricht ja auch von einem Geldschöpfungsmultiplikator. Weniger bekannt sind allerdings die Auswirkungen, die dieser Geldschöpfungsmultiplikator mit sich bringt. Insbesondere, wenn man berücksichtigt, dass der Kredit ja nicht kostenlos ist. In diesem vereinfachten Beispiel, was wir gerade hatten, haben wir nämlich das Wichtigste außen vor gelassen, den Zins. Und seltsamerweise ist das in allen Lehrbüchern, die ich bisher gesehen habe, immer weggelassen. Also wenn diese Konten dargestellt werden, wird das immer ohne Zins gemacht. Aus irgendeinem Grund, vermutlich zur Vereinfachung. Wenn man aber berücksichtigt, dass der Kredit einen Zins kostet, dann können wir leicht nachvollziehen, dass sich unser Geldsystem regelmäßig selbst zerstören muss. Das liegt daran, dass sich die Guthaben also durch den Zins praktisch selbst vermehren. Also meistens, je nachdem Zinshöhe, dauert das ja ungefähr so 10 bis 15 Jahre, bis sich durch Zins und Zinseszins das Guthaben auf einem Konto vermehrt hat. Das heißt, nach 10 Jahren wird aus 10 Euro 20, weitere 10 Jahre sind es 40 Euro, danach 80 und so weiter. Das ist eine Exponentialfunktion. Achso, hier hatte ich nochmal die letzten drei großen Krisen aufgeschrieben. Wenn man in ein Lehrbuch schaut, findet man also, dass alle 50 bis 80 Jahre kommt es zu einer großen Finanzkrise. Und das hat eben was damit zu tun, dass sich die Guthabenentwicklung auf den Guthabenkonten exponentiell verläuft. Das bedeutet, es fängt ganz langsam an und geht immer schneller vorwärts. Selbst der schnellste Rechner der Welt kann mangels Nullen oder aufgrund der fehlenden Nullen irgendwann die daraus resultierende Zinslast nicht mehr berechnen. Das heißt, es gibt kein Wirtschaftssystem, das langfristig, dauerhaft diesen Zinsdienst erbringen kann. Das kommt irgendwann immer der Zeitpunkt, wo die Wirtschaftskraft nicht mehr mithält mit der Geldmengenentwicklung und damit auch mit der Schuldenentwicklung und mit der Zinslastentwicklung. Was das bedeutet hier, eine Exponentialfunktion, das macht hier auch sehr gut der Josef Pfennig deutlich. Den kennen Sie alle, ich bringe ihn trotzdem nochmal, weil er so schön ist. Hätte Jesus von seinem Vater einen Cent geerbt und hätte ihn auf die Bank gelegt, dann zu 5%, wie viel wäre das heute bzw. im Jahr 1990? Jesus hätte natürlich das Geld nicht auf die Bank gelegt, weil das ist ja verboten in der Bibel. Aber wenn er es gemacht hätte, dann wären das heute 123 Milliarden Erdkugeln aus Gold. Sagen einige Berechnungen, andere sagen 2200 Milliarden Erdkugeln aus Gold. Und das hier kann man also sehen, dass es natürlich keine Wirtschaftskraft gibt, die das dauerhaft mitmachen kann. Also das kann niemand erwirtschaften, was da nach einer Zeit an Guthaben entsteht auf den Konten. Und das ist wohl auch der Grund, warum die US-Zentralbank schon seit 2006 nicht mehr die umlaufende Geldmenge M3 veröffentlicht. Die Menschen könnten sonst merken, dass die sehr viel schneller wächst als die US-Wirtschaft oder die Produktivität der US-Wirtschaft. Die sieht nämlich Schätzungen zufolge so aus. Also nicht die Produktivität, die Geldmenge der US-Wirtschaft
oder die Dollargeldmenge sieht Schätzungen zufolge so aus. So, das ist natürlich klar, dass daraus also der sogenannte wirtschaftliche Wachstumszwang resultiert. Die Produktion muss jährlich steigen, um den Zinsdienst erbringen zu können. Und das heißt, der ganze Neoliberalismus oder dem Neoliberalismus vorgeworfene Gier ist systemimmanent. Wir müssen gierig sein, wir müssen wachsen. Warum? Weil einfach die Zinslast stetig steigt. Der Fremdkapitalanteil in den Unternehmen ist ja immer größer. Und deswegen müssen die auch immer mehr Rendite, realwirtschaftliche Rendite, erwirtschaften, um den Zinsdienst erbringen zu können. Und schon Aristoteles wusste, das ist ganz interessant, da steht schon bei Aristoteles, dass es kein unbegrenztes Wachstum gibt in der Natur. Und deswegen kann das dauerhaft gar nicht funktionieren. Und Auswirkungen sind hier Lifestyle-Produkte, Sollbruchstellen, Wegwerfprodukte, Abwrackprämien oder sogar möglicherweise die Erfindung von Krankheiten. Auch die Staatsverschuldung hängt damit natürlich zusammen. Wir haben gerade gesehen, Geld entsteht durch Kredit. Geld ist das Gegenteil von Schuld. Jeden Geldschein, den jemand in der Hand hält, hat jemand anders als Schuld oder zumindest fast jeder, bis auf die Zentralbank Geldmenge, die ursprünglich mal da war. Und das steht ganz interessanterweise auf jedem Dollarschein drauf. This note is legal tender for all debts, public and private. Also dieser Geldschein ist gesetzliches Zahlungsmittel für alle Schulden, um alle Schulden zu bedienen, öffentliche wie private. Das heißt, wenn die Geldmenge wächst, wächst zwangsläufig die Schuldenmenge und deswegen sieht die US-Verschuldung ganz ähnlich aus wie die US-Geldmenge. Es muss natürlich nicht zwangsläufig die Staatsverschuldung wachsen. Kann sein, dass der Staat nicht verschuldet wäre, dann müssten aber die Bürger entsprechend verschuldet sein. Also irgendjemand muss verschuldet sein. Und daraus resultiert wohl auch, das ist zumindest ein Mitgrund für die stetig wachsende Arbeitslosigkeit. In Deutschland ist sie zwar im Moment mal etwas geringer geworden, aber das liegt ja auch daran, dass die Statistiken ständig geändert werden oder die Art und Weise, wie Statistiken erstellt werden. Die Unternehmen müssen also immer mehr Zinsen aufbringen oder den Zinsdienst erbringen. Gleichzeitig wachsen die Abgaben durch den Staat, weil der Staat verschuldet ist und deswegen Steuern erhöht. Also trotz Wachstumszwang entsteht hier Arbeitslosigkeit, weil die Unternehmen dann an anderer Stelle sparen müssen. Sie sind sozusagen gezwungen zu rationalisieren. Und die Umweltverschmutzung und die Überbeanspruchung hat möglicherweise auch was damit zu tun. Ist doch klar, dass wenn man immer wachsen muss, dass man dann weniger Rücksicht nehmen kann auf die Umweltbeanspruchung. Umweltverschmutzung, das mögen wir alle nicht, aber wenn es um den eigenen Arbeitsplatz geht, dann kann man da doch mal drüber hinwegsehen. Und diese Überbeanspruchung kommt eben aus dem Wachstumszwang und im Übrigen auch daher, dass ich ja durch das Geld in unserem Geldsystem Wohlstand horten kann. Müsste ich Produkte horten, würde ich immer nur so viel produzieren, wie ich auch gerade brauche, vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht viel mehr, weil die Produkte ja Wert verlieren, sie verbrauchen sich, altern technisch. Aber unser Geldsystem macht ja die Arbeitsleistung aufbewahrbar und es ist ein Anreiz, dann mehr zu produzieren, als wir eigentlich brauchen. Wachstumszwang geht zwangsläufig mit der Überbeanspruchung der Umwelt einher, genau. Und Umweltschutzgedanken, die nicht unsere Geldordnung in Frage stellen, verkommen damit, finde ich, zur Farce. Auch der Einsatz und das Abwiegeln von Risikotechnologien, wie zum Beispiel der elektromagnetischen gepulsten Strahlung, der Gentechnik und der Atomkraft, werden zumindest auch gefördert durch diesen Wachstumszwang, der aus unserem Geldsystem resultiert. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das ist, finde ich, pervers. Die Zerstörung von Sachkapital dient der Finanzwirtschaft. An anderer Stelle wurde schon mal herausgestellt, dass auch Kriege in der Finanzwirtschaft dienen, und zwar zweifach. Einmal kann man natürlich mit den eroberten Bodenschätzen wie Öl Schulden begleichen, aber zum anderen wird durch die Zerstörung von Sachkapital neues Wachstum möglich. Vorher, wenn die Wirtschaft gesättigt ist, will ja keiner mehr wachsen, aber wenn alles kaputt ist, müssen wir wieder ranhauen, ranschaffen. Und dadurch wird neues Wachstum möglich und damit das Zahlen von Zinsen. Und natürlich fördert natürlich auch die Kreditvergabe und damit kann der Kollaps weiter hinausgezögert werden. Und genau das kann man sehr schön am Erdbeben in Chile von vor 2 Jahren sehen. Da gab es also auch ein verheerendes Erdbeben, das 5. stärkste jemals gemessen auf der Richterskala mit 8,8. Im Grunde war das auch noch stärker als das in Fukushima.
in Fukushima gab es zwar 9 auf der Richterskala, aber das Erdbeben in Chile war nicht so punktuell. Es war über 2000 Kilometer nochmal in der Stärke von 6 zu spüren. Und das Epizentrum war in Concepción, da leben 500.000 Menschen, und in Santiago, wo die Hauptstadt ist, wo also 5 Millionen Menschen leben oder 6 Millionen, da hat es immer noch eine Stärke von 8 gehabt. Also es hat eine sehr große Zerstörungskraft gehabt. Und trotzdem kann man sagen, es gab hier einen Gewinner, und das ist die Finanzwirtschaft. Entgegen der Voraussagen der chilenischen Zentralbank kurz nach dem Erdbeben und den Voraussagen der Weltbank gab es also die höchsten Wachstumsraten in 2010 seit 16 Jahren. Und die Kredite werden wieder verkauft, also die Banken vergeben wieder Kredite wie schon lange nicht mehr, und es wird auch vermutet, dass das sich noch steigert, sogar die Hypothekenkredite in den nächsten Jahren. Und ganz interessant, das Zinsniveau ist um 5% gestiegen. Also die Leitzinsen sind von 0,5, glaube ich, auf 5,5 gestiegen. Und das kommt der chilenischen Finanzwirtschaft ganz zurecht, denn in Chile haben die Banken ein großes Problem. Der Hauptkunde, der Staat, fällt aus. Das ist eine der ganz wenigen Länder, wo der Staat nicht verschuldet ist. Die haben also seit 30 Jahren eine sehr strikte Haushaltspolitik und zudem wachsende Einnahmen aus dem Kupferverkauf. Das ist also ein kupferreiches Land. Das heißt, der Hauptkunde Staat fällt aus. Also muss ja irgendjemand anders verschuldet sein, und das sind die Bürger. Und das führt zu einem interessanten Phänomen, was es, glaube ich, so, also bestimmt nicht an vielen anderen Stellen der Welt noch gibt. Man bekommt nämlich einen Rabatt, hier 25%, wenn man mit der Kreditkarte kauft. Das ist also hier eine Werbung zum Muttertag in einem bekannten Kaufhaus Falabella. Und das ist also nicht nur mal in diesem Kaufhaus so, sondern das ist in allen großen Kaufhäusern so. In Chile, die normalen Preisauszeichnungen gelten eigentlich nur, wenn man mit Kreditkarte zahlt, und der Cashpreis, also für Zahlung per Cash, steht ganz klein drunter. Das ist mir selbst auch passiert, als ich ein Auto kaufen wollte, und dann, als ich dann eigentlich zahlen wollte, sagte er, wie, Sie wollen keinen Kredit? Nee, dann müssen Sie aber mehr bezahlen. Das Auto 10% mehr gekostet. Also die normalen Preise gelten, wenn man mit Kredit zahlt. Und das ist einfach so, dass die Banken, oder die, ich schätze mal, dass die Banken irgendein Bonis bezahlen an die Kaufhäuser, wenn sie also Kredite mitverkaufen. Also hinter diesen kaufhauseigenen Kreditkarten stehen ja Banken. Ja, in Chile haben es Banken schwer, Kredite zu verkaufen, denn der Staat fällt aus als Hauptkunde, und das führt zu einer verkehrten Welt, Rabatte bei Zahlung mit Kredit. Und ich finde, das ist also eine perverse Situation. Wir sagen ja immer, dass BIP ist gleich Wohlstand. Viele sagen das, und man lernt immer, wenn wir die Wirtschaft wächst, dann werden wir alle reicher. Und an diesem Beispiel mit dieser Zerstörung von Sachkapital können wir eigentlich sehen, dass das nicht so der Fall ist. Denn wenn jetzt nach 5 Jahren oder 10 Jahren alle Leute ihre Häuser wieder aufgebaut haben nach dem Erdbeben, dann sind ja die Leute gar nicht reicher als vorher, sondern höchstens genauso reich wie vorher. Es wird ja durch den Wiederaufbau nur der Status quo wiederhergestellt. Wer gewinnt denn dann an dem messbaren Wachstum des Bruttoinlandsproduktes, wenn doch nur der Status quo hergestellt wird? Und die Antwort dazu liegt eigentlich auf der Hand. Nach dem Wiederaufbau sind also nicht alle wieder gleich reich wie vorher, denn sie mussten ja Zinsen zahlen, oder zahlen sie noch für viele weitere Jahre. Ein Haus zahlt man ja nicht mal eben ab, sondern über 30 Jahre. Das heißt, nach dem Wiederaufbau verringert sich der Wohlstand sozusagen um den schon geleisteten oder noch zu leistenden Zinsdienst. Ja, und Inflation und Spekulation sind auch nur Sekundärphänomene der Zinswirtschaft. Dass die Inflation, also Inflation entsteht ja dadurch, wenn sich die Geldmenge M schneller entwickelt als die Produktivität, die hier in Transaktionsvolumen gemessen wird. Also wenn das Transaktionsvolumen steigt, könnte auch die Geldmenge steigen, ohne dass sich das Preisniveau P ändert. Wenn aber die Geldmenge M schneller steigt als das Transaktionsvolumen, also die Produktivität der Wirtschaft, dann wächst das Preisniveau und steigt das Preisniveau. Das ist also ein allgemein sehr anerkannter Zusammenhang, diese Verkehrsgleichung von Irving Fisher. Wenn sich die Geldmenge schneller entwickelt als die Produktivität, dann gibt es Inflation, und wenn sie sich langsamer entwickelt als die Produktivität, hätten wir Deflation. Wir haben ja eben gesehen, dass die Geldmenge sich exponentiell entwickelt und sehr viel schneller nach einer Zeit als die Produktivität. Und das heißt, daraus muss zwangsläufig Inflation entstehen. Und nicht nur Inflation, sondern wohl auch die Spekulationsblasen. Und diese Spekulationsblasen entstehen nämlich dadurch, dass das ganze Geld irgendwo hin muss.
Wir können eigentlich von Glück sagen, dass es nicht alles sich in den Konsum fließt, dann hätten wir nämlich schon eine Hyperinflation, dann könnten wir unsere täglichen Güter nicht mehr bezahlen. Im Grunde haben wir Glück, dass es die Börse gibt. Das Geld geht erstmal in die Börse. Die Menschen, die ihr Geld übrig haben, bringen es erst zur Börse, anstelle es gleich für Konsum auszugeben. Gut, und dann führt das dort eben zu einer entsprechenden Nachfrage und deswegen steigen die Preise an der Börse. Ich glaube, es war Professor Schachtschner, der mal in einem Artikel in Zeitfragen das als partielle Inflation bezeichnet hat. Das ist sehr treffend, finde ich. Also Spekulationsblasen sind im Grunde eine partielle Inflation. Übrigens kommt Inflation ja von lateinisch inflare, das bedeutet aufblähen. Und daran sehen wir, also hier werden die Blasen aufgebläht. Die Spekulationsblasen stehen also auch durch die sich selbst vermehrende Geldmenge. Und jetzt kann es sogar so sein, dass die Opportunitätskosten stetig steigende Aktienkurse die Menschen dazu verleiten, im Grunde auf Konsum zu verzichten und alles in die Börse zu investieren oder in Immobilien. Bis 2008 in den USA gab es ja diesen Immobilienhype, einfach um an diesem stetigen Wachstum teilhaben zu wollen. Die sagen, nö, ich verzichte auf Konsum und investiere noch mehr in die Börse oder ich investiere auch in die Börse. Und das kann dann also sogar dazu führen, dass am Konsumgütermarkt deflationäre Tendenzen herrschen, weil die Menschen eben weniger konsumieren und das Geld zur Börse bringen. Und das ist ein Phänomen, das könnte man als Inflations-Deflationsparadoxum bezeichnen und ist wohl auch der Grund, warum einige meinen, die Deflation käme vor der Inflation. Aber wir haben im Grunde kein Deflationsproblem, wir haben ein Inflationsproblem, die Geldmenge wächst stetig. Wenn es zu Deflationserscheinungen im Konsumgütermarkt kommt, dann deshalb, weil die Menschen das lieber an die Börse bringen oder sonst wo sie meinen, an der Spekulation teilhaben zu können, also an diesen stetig steigenden Kursen. Auch der Euro ist nicht grundsätzlich ein Problem für unsere Finanzwirtschaft, er ist nur ein zusätzliches Problem. Der Euro ist ja im Grunde ein System fester Wechselkurse und das bringt natürlich Nachteile für solche Unternehmen mit sich. In den Ländern wie Spanien, Griechenland, Portugal, die eine geringere Produktivität pro Kopf haben als zum Beispiel in Deutschland, die müssen jetzt ihre Löhne auch in Euro zahlen. Das heißt, die Produktion ist natürlich viel zu teuer, während sie früher, als sie noch alle ihre eigene Währung hatten, konnte die Währung abwerten. Also geringere Produktivität in den Ländern hat dazu geführt, dass die auch eine schwächere Währung hatten, was wiederum die geringere Produktivität etwas ausgeglichen hat, sodass in D-Mark gemessen zum Beispiel ein griechisches Produkt nicht unbedingt teurer war. Und also dieser Vorteil des Abwertens geht jetzt nicht mehr und das führt natürlich dann nach einiger Zeit zu Handelsbilanzdefiziten und letztendlich dann zu Verschuldung, weil die müssen ja durch Kredit ausgeglichen werden. Aber ich betone nochmal, das ist nur ein zusätzliches Problem. Auch ohne den Euro wären wir pleite. Jetzt haben wir natürlich einen Grund zu sagen, das war der Euro schuld und wir müssen Griechenland retten. Und keiner sieht, dass eigentlich auch Deutschland ohne das kurz vor der Zahlungsunfähigkeit steht. Die Kontradef-Zyklen finde ich in diesem Zusammenhang auch ganz interessant. Der russische Forscher Kondratjew hat ja eine Theorie aufgestellt, die sogenannte Theorie der langen Wellen. Nach dieser Idee von dem Herrn Kondratjew führen also die Entwicklung von Schlüsseltechnologien, wie zum Beispiel die Dampfmaschine, Elektrizität und so weiter, zu selbsttragenden Aufschwüngen, weil die Leute investieren da mehr in diese Technologie, dann haben sie mehr Geld, können wieder neu investieren. Das ist ein Aufschwung, der so lange hält, bis irgendwann die Technologie ja nicht mehr so neu ist, keiner investiert mehr und das führt dann zu einem Abschwung. Diese langen Wellen dauern der Theorie zufolge, die schon ziemlich anerkannt ist, 40 bis 60 Jahre. Und ich frage mich, ob das vielleicht auch was mit dem Finanzsystem zu tun hat. Wenn wir uns nämlich mal angucken, hier diese Kondratjew-Zyklen, hier wurde die Eisenbahn erfunden und die Dampfmaschine, hier wurde die Elektrizität erfunden. Das sind auch immer die Zeiten, wo gerade eine Finanzkrise vorbei ist, hier 1930. Und das könnte ja auch damit zu tun haben, dass dann gerade Geld da war, um neue Technologien dann zu fördern. Und dafür spricht im Übrigen, dass die Dampfmaschine ja, heißt es, gar nicht von dem Herrn Watt erfunden wurde, sondern schon einiger Zeit vorher von dem Herrn Thomas Newcomen. Und die Glühbirne auch nicht von dem Herrn Edison, sondern schon vorher von einem Herrn Heinrich Goebel. Aber als die das erfunden hatten, war eben noch nicht, da war noch kein Geld da oder die haben also keine Investoren gefunden. Das Gleiche gilt auch für den Dieselmotor. Der Herr Diesel konnte also erstmals den Motor bauen, weil er Investoren gefunden hatte, aber eigentlich ist die Erfindung schon von einem Herrn Köhler vorher gemacht worden. Zumindest gab es da Publikationen vorher schon von einem Herrn Köhler, der das
auch schon beschrieben hatte, den selbst zu nehmen. Auch die sogenannte Threshold-Hypothesis, also die Hypothese von dem Kipppunkt der Wirtschaft, die Manfred Max Neef in den 90er Jahren aufgestellt hat, könnte was mit dem Finanzsystem zu tun haben. Also nach dieser Idee wächst der Wohlstand oder der fühlbare Wohlstand nicht gleichmäßig mit der Wirtschaftskraft eines Landes. Die Theorie ist auch hat schon eine breite Anerkennung erfahren. Hier habe ich zum Beispiel eine Statistik aus der Zeitschrift Ecological Economics gefunden. Hier ist dieser Index of Sustainable Economic Welfare, also der nachhaltige Wohlstandsindex, und verglichen immer mit dem schwarzen Linie. Die schwarze Linie ist also das PIB, das Wirtschaftswachstum. Und in sämtlichen Ländern, die hier untersucht wurden, immer so um 1975 rum, fängt also an, der nachhaltige Wohlstandsindikator nicht mehr gleichmäßig zu wachsen wie das Bruttoinlandsprodukt. Und jetzt frage ich mich, ob das vielleicht auch was mit dem Finanzsystem zu tun haben könnte. Man könnte nämlich vermuten, dass dieser Kipppunkt der Punkt ist, an dem die Geldmenge schneller wächst als die Produktivität. Wenn wir uns das mal hier bildlich angucken, hier ist die Kreditgeldmenge, das ist nicht die gesamte Geldmenge, sondern nur die Kreditgeldmenge. Und hier ist das Wirtschaftswachstum, dann ist die Fläche unter dem Wirtschaftswachstum sozusagen unser Produktivitätszuwachs und die Fläche unter der Kreditgeldmenge ist das, was Sie zahlen müssen an Zinsen. Bis 1975 war dann ungefähr 1975 hatten wir also Nettogewinn und danach einen Nettoverlust. Also zumindest wäre das auch eine mögliche Erklärung dafür, dass der Wohlstand nicht gleichmäßig mit der Wirtschaftskraft eines Landes wächst nach einer bestimmten Zeitpunkt. Solange die Ökonomie jung ist, wie nach dem Weltkrieg, seit dem Weltkrieg, da wurde praktisch alles auf Null gesetzt, haben wir hier noch einen Nettogewinn und nachher einen Nettoverlust. Trotz Wachstum haben wir eigentlich weniger zur Verfügung. So, jetzt kommen wir zu den Lösungsansätzen. Der bekannteste ist natürlich der, den Sie alle kennen, Silvio Gesell. Er hat also gezeigt, oder seine Idee war, dass wir auf den Zins verzichten können, indem wir das Geld ändern. Geld oder der Zins entsteht ja dadurch, dass das Geld hortbar ist und die Menschen natürlich aufgrund der Vorliebe für Liquidität das Geld gerne für schlechte Zeiten zurücklegen. Keynes nannte das die Vorliebe für Liquidität. Und das führt dann dazu, dass derjenige, der Geld braucht, einen Zins zahlen muss, einen Anreiz geben muss, damit derjenige, der Geld hat, es rausgibt. Und die Idee von Silvio Gesell war natürlich, wir nehmen einfach dem Geld die Möglichkeit zu horten, indem wir Steuermarken draufkleben oder eine Umlaufsicherungsgebühr. Diesen Geldschein gab es übrigens wirklich, das ist hier der Geldschein aus Wörgl. Und wenn die Menschen nun Gebührenmarken draufkleben müssen, dann hat das den Effekt, dass sie ihr Geld gerne ausgeben. Es zirkuliert einfach. Sie können sogar froh sein, dass jemand das Geld entgegennimmt und schon gar keinen Zins erheben. Also zumindest ist die Idee, dass der Zins dann gegen Null tendiert. Weil eben das Geld seine Monopolstellung, wie es Silvio Gesell nannte, gegenüber Realgütern verliert. Geld ist dann ebenfalls verderblich wie Güter. Interessant ist, dass diese Idee von dem berühmten Ökonomen, bekannten Ökonomen John Maynard Keynes und auch von Irving Fisher unterstützt wurde. Keynes war überzeugt davon, dass die Zukunft mehr vom Geiste Gesell als von dem von Marx lernen würde und auf der Bretton Woods-Konferenz, auf dem ja unser heutiges Weltwährungssystem sozusagen etabliert wurde, mit dem Dollar als Leitwährung, hatte er eine umlaufgesicherte internationale Währungseinheit namens Bancor vorgeschlagen. Und Irving Fisher hielt sich selbst nur für einen bescheidenen Apostel Silvio Gesells und hat sogar ein Buch geschrieben namens Stamps Grip, indem er die Freigeldidee übernimmt. Und es ist schon verwunderlich, dass heute kein Student der Wirtschaftswissenschaften, auch kein Bankkaufmann an Fischer und an Keynes vorbeikommen. Aber es ist wenig bekannt, dass beide Silvio Gesell unterstützt haben. Das Freigeld wurde, wie Sie wissen, in Schwanenkirchen und in Wörgl erfolgreich erprobt. Die Arbeitslosigkeit sank, die Kommunen hatten bald wieder Einnahmen zu verzeichnen, viele Menschen waren bald schuldenfrei und man sprach vom Wunder von Schwanenkirchen und Wörgl, das war also in den 30er Jahren. Trotzdem wurde das Freigeld nach kurzer Zeit von der Regierung verboten, mit dem Argument, dass die Reichsbank hat ja das Notenmonopol und es bestünden Inflationsgefahren. Dabei ist ja die Inflation gerade ein Symptom des
nicht umlaufgesicherten Geldes. Es gab übrigens auch Freigeld in Liechtenstein, in der Schweiz, in Frankreich, in Spanien und in 13 Städten der USA, wohl auch aufgrund der Veröffentlichung von Irving Fisher. Jetzt möchte ich ganz gerne auch auf ein Thema kommen, was derzeit stark diskutiert wird, nämlich auf das Islamic Banking auf Neudeutsch. Also in den islamischen Staaten, in den streng islamischen Staaten, gibt es ja ein Zinsverbot. Und so ein Zinsverbot ist im Grunde gar nicht so etwas ganz viel anderes wie ein Freigeld. Das möchte ich hier kurz erklären. Wenn die Banken ja nicht in der Zinsmarge verdienen können, dann müssen sie praktisch eine Depotgebühr erheben. Also das Horten zumindest großer Geldbeträge, die man ja nicht dann zu Hause horten kann, sondern aus Sicherheitsgründen zur Bank bringen muss, geht dann nur auf Unterzahlung einer Gebühr. Und selbst wenn die Menschen das zu Hause horten in großen Tresoren und mit einem Wachdienst, müssten sie ja Geld bezahlen für das, also wäre das auch teuer. Also sie kämen nicht drum rum, alle Depotgebühren in irgendeiner Form zu zahlen. Und die Bankgebühren könnte man im Übrigen ja auch von einer staatlichen Stelle steuern lassen, so wie jetzt die Leitzinsen gesteuert werden, um den Umlauf des Geldes zu sichern. Und während also bei Silvio Gesell die Rückhaltekosten, also diese aufzuklebenden Gebührenmarken, zu gegen Null tendierenden Zinssätzen kommen möchten, so wäre umgekehrt in dem System mit dem Zinsverbot, würde es also zu umgekehrt Rückhaltekosten in Form von Kontogebühren kommen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich ganz gerne auch noch auf ein Thema eingehen, was man häufig hört. Man hört immer, dass in diesen Ländern das Zinsverbot trickreich umgangen würde. Also ich bin kein Spezialist des Islamic Bankings und bin also kein Experte in dem Bereich, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass hier dass möglicherweise diese Aussage, dass hier das trickreich umgangen würde, eine Fehlinterpretation ist, die daraus resultiert, dass man nicht zwischen dem Zins aus der Geldleihe und der Rendite aus einer realwirtschaftlichen Investition unterscheidet. Beispielsweise habe ich mal einen Artikel gefunden in der Financial Times Deutschlands, da hieß es, ein deutscher Autohersteller möchte in Dubai die Verkaufszahlen seiner Autos durch Kredite erhöhen. Und zur Umgehung des dort geltenden Zinsverbotes wurde eine Gesellschaft gegründet, die die Autos kauft und an die Kunden weiterverkauft, allerdings auf Raten und insgesamt zu einem höheren Preis. Und der Tenor des Artikels war der, dass es sich ja hierbei auch um eine Art Kredit handelt und der zahlt ja auch mehr Preis, das ist der Zins, also das ist eine trickreiche Umgehung des Zinsverbotes. Es ist eine Umgehung des Zinsverbotes, aber nicht, und trotzdem ist es, ist dieser Mehrpreis kein Zins, zumindest kein Zins aus der Geldleihe. Der Aufpreis für die spätere Zahlung bei Kauf auf Zahlungsziel, also im Grunde ist dieses Modell nichts anderes als Kauf auf Zahlungsziel. Das ist ja auch in Deutschland üblich. Und unter Geschäftsleuten häufig kann man ja sagen, ich zahle erst in 3 Monaten und nicht sofort. In 3 Monaten ist es aber teurer. Oder ich bekomme kein Skonto, weil ich nicht sofort bar zahle. Und diese Differenz zwischen Barzahlung und dem, was man zahlt bei Kauf auf Zahlungsziel, wird in Lehrbüchern als ein Lieferantenkredit bezeichnet oder dieser Mehrpreis wäre der Zins. Aber im Grunde ist der Mehrpreis bei Kauf auf Zahlungsziel gar kein Kredit und kein Zins für den Kredit, sondern die Miete für die Benutzung des bereits zur Verfügung gestellten Produktes und nicht des Geldes. Und das Gleiche ist hier in dem Fall mit diesem Fall in Dubai, mit dieser Untergesellschaft, die also das Auto kauft und dann auf Raten verkauft. Der Mehrpreis, den der Kunde zahlt, ist im Grunde also die Miete für das bereits zur Verfügung gestellte Auto und nicht des Geldes. Produkt und Geld, und das ist der entscheidende Punkt hier, sind nämlich anders als beim Kredit nicht voneinander getrennt. Wenn zum Beispiel der Kunde in Dubai einen Mangel an seinem Auto findet, dann wird er sagen, nö, ich zahle nicht weiter. Während einer Bank, wenn er sich das Geld bei der Bank geliehen hätte, der Bank wäre das völlig egal gewesen. Also der Bank ist es egal, ob das Produkt, was er für das Geld kauft, mängelbehaftet ist. Und das ist genau der Unterschied. Wenn alle Kredite so funktionieren würden, dass sie mit dem Realgeschäft gekoppelt sind, könnte sich die Geldmenge nicht von der realwirtschaftlichen Entwicklung abkoppeln. Und im Grunde handelt es sich also hier bei diesem Finanzierungsmodell, den man auch Sachmittelkredit nennt in der deutschsprachigen Literatur,
also nicht um einen Geldzins, sondern um die Miete für das Produkt bis zur endgültigen Zahlung. Und die Bezeichnung Sachmittelkredit ist übrigens, wie finde ich, treffend. Es ist nämlich kein Geldkredit, sondern eben ein Sachmittelkredit. Es wird nicht Geld verliehen, sondern Sachmittel. Und das ist im Grunde dann eine Miete für dieses Sachmittel. Entschuldigung. So, Vor- und Nachteile des Zinsverbotes. Vorteil des Zinsverbotes gegenüber einem Freigeld ist natürlich sehr viel leichter, den Menschen zu verkaufen. Die Lobbyisten haben ein leichtes, den Menschen als Schwundgeld auszureden. Es hört sich ja negativ an, ein Schwundgeld, das möchte keiner. Das ist also leicht, den Menschen unschmackhaft zu machen. Ja, ein Zinsverbot ist erstmal neutral für die meisten Menschen. Also für den, ja, sie haben ja erstmal direkt keinen Nachteil. Und kleinere Mengen können auch zu Hause aufbewahrt werden. Während das Großkapital muss natürlich aus Sicherheitsgründen zur Bank gebracht werden und unterliegt dann der Bankgebühr. Allerdings bevorzuge ich nach wie vor das Freigeld. Warum? Weil es das Übel an der Wurzel packt und es ist ja immer besser, eine Krankheit, also an der Wurzel zu behandeln, die Ursache der Krankheit und nicht das Symptom. Das Symptom des Zinses, also die Ursache des Zinses ist ja, dass das Geld hortbar ist. Und wenn wir diese Eigenschaft nehmen, dann würde der Zins verschwinden, das würde also die Ursache der Ursache beheben. Ein weiterer Lösungsansatz wären negative Zinsen, die wurden vorgeschlagen von Gregory Mankiw, das ist der, von dem ich eben aus dem Lehrbuch die Konten kopiert hatte, und auch von William Buter von der London School of Economics. Das ist interessant, dass von diesen Institutionen Harvard und London School of Economics hätte man das eigentlich nicht erwartet, das ist ja eigentlich eher, sagen wir mal, neoliberale Institutionen oder diese Entschuldigung. Negative Zinsen sind prinzipiell natürlich gar nicht was viel anderes wie eine Gebührenmarke. Allerdings müsste man darauf achten, dass die negativen Zentralbankzinsen dann so stark negativ sind, dass die Kredite der Geschäftsbanken an ihre Kunden kostenlos wären. Jetzt könnte man natürlich fragen, wie funktioniert denn das überhaupt, wenn man, also wie kommen jetzt Unternehmen an Risikokapital? Wenn es also durch Freigeld oder durch Zinsverbot oder durch negative Zinsen letztendlich, wenn die Kredite also letztendlich zinsfrei wären, wer verzichtet darauf, also auf an, oder wer beteiligt sich dann an Risikokapital? Wo kriegen die Unternehmen dann für wichtige Investitionen Kapital her? Geldbesitzer wird wahrscheinlich nicht eine risikoreiche Investition unterstützen wollen, nur um der Umlaufsicherungsgebühr zu entgehen. Allerdings sind ja auch in einem zinsfreien Wirtschaftssystem, wie auch immer man das schaffte, eben durch Freigeld, Zinsverbot und negative Zinsen, sind weiterhin realwirtschaftliche Investitionen möglich und ebenso wie Kreditverträge eine bestimmte Laufzeit haben, könnte man sich ja vorstellen, dass man Eigenkapitalinvestitionen für einen bestimmten Zeitraum festlegt und zurückbezahlt wird nicht der eingezahlte Betrag, sondern der Betrag, der dem Anteil im Eigenkapital entspricht. Und damit wäre natürlich der Anleger wie bei jeder Eigenkapitalbeteiligung am Risiko beteiligt, aber eine etwaige positive Verzinsung würde nicht zu einem Abheben der Geldmenge gegenüber der Realwirtschaft führen, weil dann ja auch was mehr geleistet wurde, also es wurde auch was mehr produziert, sonst hätte der Unternehmer ja nicht eine positive Eigenkapitalentwicklung. Und damit auch Kleinanleger in den Genuss kommen, Eigenkapitalbeteiligung durchführen zu können und auch damit auch kleinere Betriebe, Handwerksbetriebe Risikokapital bekommen, könnte man sich ja eigentlich vorstellen, dass Standesvertretungen wie die Industrie- und Handelskammern Fonds auflegen, in denen die Kleinanleger ihr Geld investieren und die Fonds investieren dann das Geld für einen bestimmten Zeitraum in diese Handwerksbetriebe. Und das hätte dann auch den Vorteil für den Kleinanleger, dass das Risiko ausgleicht. Das hätte eine Risikoausgleichsfunktion. Und durch den Wegfall der Zinslast würden natürlich die Betriebe höhere Gewinne erwirtschaften oder die Preise senken. Das ist entweder gut für den Unternehmer oder für Konsumenten. Also das, was heute die Leier verdienen, würde dann im Volke bleiben. Also entweder bei den Unternehmern oder bei den Konsumenten. Vorteile bei einem Freigeldsystem wie auch bei einem Zinsverbot wäre, dass Banken wahrscheinlich das wieder werden würden, was sie ursprünglich mal waren, nämlich Institutionen, wo die Menschen ihr Geld lagern, weil es dort sicherer ist. Und das würde bedeuten, und nur freigegeben, also nur
Nur für zinslose Kredite würden die dann extra freigegeben werden, die Gelder. Und das würde bedeuten, dass es keine Bankruns gibt. Entschuldigung. Heute ist das ja ein gefürchtetes Szenario, dass die Menschen mehr Geld abheben, als die Banken als Mindestreserve auf ihren Guthabenkonten bei der Zentralbank oder als Barreserve in den Tresor haben. Das könnte dann also nicht passieren. Und die Spekulation gäbe es auch nicht. Es gäbe keine Spekulation gegen Freigelder oder nur sehr schwer. Also das, was jetzt in der Schweiz passiert, würde mit einem Freigeld nicht passieren. Wäre der Schweizer Franken ein Freigeld, würde vermutlich die Spekulation gegen den Schweizer Franken nicht stattfinden, weil ein Freigeld ja keine attraktive Reservewährung ist. Das kann man also schlecht einkaufen an der Devisenbörse. Jetzt kommen wir dazu, zu den Nichtlösungen. Finanztransaktionssteuern werden uns in der Presse ja gerne verkauft als die Lösung gegen die Spekulation. Auch Keynes war der Ansicht, dass das die Lösung ist gegen die Spekulation. Das sehe ich nicht. Warum nicht? Weil ja die Preisblasen letztendlich durch die sich selbst vermehrende Geldmenge entsteht. Und das Geld muss ja irgendwo hin. Das kann man gar nicht verhindern. Nicht? Also die Spekulation, hatten wir ja gesagt, ist eine partielle Inflation an den Anlagemärkten und kaum durch Regulation dauerhaft vermeidbar. Sehen wir schon, dass es immer Spekulation gab. Bekanntes Beispiel ist die Tulpen-Spekulationsblase in Holland. 1637 kostete eine Kiste Tulpenzwiebel 30.000 Gulden. Das war damals so viel wie drei Einfamilienhäuser. Und damals gab es noch nicht so tolle Börsenplätze wie heute. Die haben auf dem Marktplatz darum gehandelt. Und die Spekulation gab es trotzdem. Kann man also nur unterbinden, wenn man den Handel ganz verbietet. Aber das wollen wir ja gerade nicht. Wir wollen ja handeln, wir wollen ja Geld haben, das man tauschen kann. Also wollen Tausch. Es wäre dann praktisch so wie eine Medizin, und da bin ich ganz bei Keynes, die den Patienten heilt, indem sie ihn tötet. Wie Chemotherapie. Krebs ist weg und Patient ist tot. Sparen, wird uns auch gesagt, die müssen jetzt mehr sparen, wir müssen mehr sparen. Jedes Jahr legt die Bundesregierung fest, für die nächsten Jahre wollen wir mal sparen, jetzt noch nicht, aber dann in Zukunft. Auch Griechenland soll ja dann jetzt anfangen zu sparen. Das ist aber gar nicht möglich, weil wir ja gesehen haben, dass Geld durch Kreditgeldschöpfung entsteht. Ohne Schulden gäbe es auch kein Vermögen. Geld ist das Gegenteil von Vermögen. Und das ist auch der Grund, warum die reichsten Nationen der Welt gleichzeitig auch die am meisten verschuldeten sind, USA, Japan und Deutschland. Das heißt, wenn alle eine strikte Haushaltsdisziplin wahren würden, alle ihre Schulden zurückzahlen würden, dann gäbe es kein Geld mehr. Aber es gäbe noch Produkte. Das heißt, jeder Geldschein wäre sehr viel mehr wert. Wir hätten also eine Deflation. Und das würde bewirken, dass die Menschen dann sehen würden, ups, morgen ist mein Geld ja noch mehr wert. Sie hätten noch mehr Grund, es zu horten. Und langfristig, also es würde dann bald keinen Handel mehr geben. Keiner würde mehr was produzieren, alle verhungern. Oder viele, die keinen Garten haben. Das heißt, Schulden machen ist notwendiger Bestandteil unserer Finanzwirtschaft. Ohne Verschuldung stände die Wirtschaft still. Also hatte ich ja gerade gesagt, ohne Kreditgeldschöpfung gäbe es Deflation, die Menschen würden ihr Geld zurückhalten, Geld diente nicht mehr als Tauschmittel. Und bevor die Menschen verhungern, überlegen sie sich dann doch, ob sie nicht doch einen Kredit nehmen wollen. Das heißt, dann die Schwächsten fangen an, dann doch Kredite zu nehmen. Dadurch wächst die Geldmenge, die Deflation nimmt ab und die Wirtschaft kommt ins Laufen, das Hamsterrad beginnt. So lange funktioniert das dann, bis irgendwann die Menschen nicht mehr die Kredite bedienen können, weil die Wirtschaftsleistung einfach nicht ausreicht. Rettungsschirme sind auch keine Lösung, sondern die verhindern oder die verlängern nur das Problem ein bisschen. Im Grunde handelt es sich dabei ja nur um eine künstliche Ausweitung der Kreditmenge durch diesen Rettungsschirm. Es ist ein Instrument zum Gelddrucken, so sehe ich das zumindest. Seit 2009, zumindest seitdem ist es offiziell bekannt, drucken EZB und FED durch das Ankaufen von Staatsanleihen Geld. Damals war die Empörung groß, stand in allen Zeitungen, es kann doch nicht sein, die drucken jetzt hier Geld. Inzwischen haben sich die Menschen wohl daran gewöhnt und es stört sie auch nicht mehr, dass diese Praxis sozusagen outgesourced wird in den Rettungsschirm, nämlich. Anfangs hieß es, der Rettungsschirm dient dazu, Kredite abzusichern. Dann hieß es, naja, wir können auch mal Staatsanleihen damit ankaufen. Und jetzt stellt sich heraus, dass das offenbar der Hauptgrund für diesen Rettungsschirm ist, nämlich das Drucken von Geld, das künstliche Ausweiten der Kreditgeldmenge. Wenn der Staat, also wenn die Privatmenschen sich nicht weiter verschulden, dann tut es eben der Staat.
Und das können wir sehr schön sehen an der Schuldenmenge der USA, die also durch diese Bailout-Aktion von 2008 ihre Schuldenmenge verdoppelt haben. Also in 10 Jahren, seit 2004, von 6,8 Billionen auf 15,2. Hier sehen wir wieder sehr schön den exponentiellen Verlauf der Schulden- und Geldmenge. Es muss sich immer verdoppeln, alle 10 Jahre ungefähr. Goldstandard wird auch immer wieder jetzt neuerdings genannt, zum Beispiel vom Weltbankchef Zöllig. Das beruhigt die Menschen, das klingt so gut. Goldstandard, da haben wir eine feste Währung mit einem Goldkern. Aber im Grunde ist das keine Lösung des Problems. Warum nicht? Eine Währung, wenn Gold als Währung wäre, hätten wir das gleiche Problem wie jetzt. Gold ist schön, wunderbar hortbar. Das heißt, die Menschen, die Gold haben, hätten also gar keinen Grund, es den anderen zu geben, die es brauchen, außer gegen einen Anreiz, nämlich eine Nichthortungsprämie, den Zins. Das heißt also, Gold altert nicht, kann praktisch beliebig gehortet werden und es hat also den gleichen Nachteil wie das jetzige Geld. Und wenn es den Zins gibt, dann gibt es auch nachher wieder diese Eigenvermehrung. Das Problem ist, dass Gold kann man nicht beliebig vermehren. Und das ist der Grund, warum der Goldstandard auch immer wieder aufgelöst wurde in der Geschichte. Es gab immer wieder Goldstandards, dann hat man ihn aufgelöst, dann gab es eine Finanzkrise, dann hat man wieder einen Goldstandard eingeführt, um den Menschen wieder Vertrauen zurückzugeben. Also in den meisten Ländern der Welt gab es schon mehrmals einen Goldstandard und mehrmals wurde er aufgehoben. Das sogenannte freie Marktgeld, was auch häufiger wieder im Gespräch ist, wurde von der österreichischen Schule, also Mises und Hayek, erdacht. Und also die sind der Auffassung, dass wenn man den Markt ganz frei lässt und überhaupt gar kein Geld vom Staat her auflegt, dann würden sich eben Währungen selbst etablieren. Das ist wahrscheinlich auch der Fall. Es würden sich nämlich Gold und Silber etablieren und das ist ja eben genau keine Lösung. Weil es eben die Zinsproblematik nicht löst. So, und jetzt kommen wir drittens zum moralisch-ethischen Aspekt des Zinses. Da habe ich einen interessanten Artikel gerade, kurz bevor ich abgefahren bin, gefunden in der WAZ vom 7.3. Da steht, oben werden sie immer reicher, unten herrscht im günstigsten Fall Stagnation. Das hat gesagt Herr Gerhard Kromme. Also finde ich sehr bemerkenswert, dass der das sagt. Bekannt ist, dass der Zins ein Vermögensumverteilungsmechanismus und Ursache dafür ist, dass die Schere zwischen Reich und Arm, übrigens auch diejenigen zwischen Ländern, immer größer wird. Silvio Gesell tadelte zu Recht die Zweiteilung der Gesellschaft in Rentner und Lasttiere. Die einen sind nach dieser Betrachtungsweise die, die realproduktiv tätig sind und die anderen sind die, deren Macht und deren Vermögen stetig wächst. Keynes sprach in dem Zusammenhang von der steigenden Unterdrückungsmacht des Kapitalisten und mein Lieblingsautor Aristoteles differenzierte damals schon zwischen den drei Erwerbsgruppen, nämlich der produktiven Erwerbskunst, dem Handelsgewerbe und dem nach seiner Ansicht nach am meisten zu tadelnden Gewerbe des Wucherers, der Geld mit Geld verdient. Weil Geld aber nicht arbeitet, sondern es Menschen sind, die arbeiten müssen, bereichern sich sozusagen diejenigen, die den Zins bekommen, auf Kosten der anderen. Also man könnte also schon sagen, dass ein Sozialhilfeempfänger keineswegs die Gesellschaft mehr ausnutzt, wie jemand, der von Zinsen lebt, die andere und nicht etwa sein Geld erarbeiten. Es ist natürlich die Frage, warum ist diese Vermögensumverteilung eigentlich ungerecht? Also wenn ich ein Vertreter des sogenannten Egalitarismus bin, dann finde ich das von vornherein schon ungerecht, weil der Egalitarismus möchte ja alles gleich machen. Aber wenn ich nicht ein Vertreter des Egalitarismus bin, wieso? Dann könnte ich ja fragen, wieso ist das eigentlich ungerecht? Ist es denn nicht gerecht, wenn ich Miete einstreiche, wenn ich mein Geld verleihe? Ich kann ja auch mein Auto verleihen oder andere Realgüter. Wo ist der Unterschied? Und diesen Unterschied zu erkennen, wenn man diesen Unterschied erkennt, wo der Unterschied ist zwischen dem Verleihen von Geld und dem Verleihen von Realgütern, dann kann man auch erkennen, warum es moralisch bedenklich ist, warum der Zins moralisch bedenklich ist. Geld ist lediglich ein Tauschmittel. Es ist kein Gut, sondern sozusagen ein Gutschein. Geld repräsentiert Güter, ist aber selbst kein Gut.
Unterschied zum Verleihen von Realgütern ist der, dass hier was verliehen wird, was selbst gar keinen Wert hat, sondern einen Wert repräsentiert. Und das sagte übrigens auch schon Henry Ford, der Autohersteller Henry Ford. Geld an sich ist überhaupt nichts wert, da es für sich keinen Wert zu erzeugen mag. Es macht Sinn, Güter zu vermieten, nicht aber Gutscheine, die Güter repräsentieren. Letzteres ist nicht nur völliger Unsinn, wie Rudolf Steiner bemerkte, sondern wohl auch Betrug. Zumindest bezeichnet der Kaiser in Goethes Faust II die von Mephistopheles erfundene Papiergeldschöpfung aus dem Nichts als Frevel und ungeheuren Trug. Der Verleiher eines Realgutes verzichtet auf den Gebrauch und den Nutzen, wenn er es verleiht. Der Verleiher von Geld verzichtet jedoch auf keinen Nutzen. Denn das Geld wurde ja noch gar nicht in ein nutzenstiftendes Gut umgetauscht. Wenn also der Verleiher von Geld sich ein Auto kauft und das dann vermietet, dann würde er auf Nutzen verzichten. Aber wenn er nur dann Geld verleiht, dann verleiht er einfach etwas, was gar keinen Wert an sich hält. Und deswegen ist der Zins ein Einkommen ohne Gegenleistung. Der Leiher von Geld, also der sich Geld ausleiht, der leiht euch also ein Stück Papier, was selbst überhaupt gar keinen Wert hat, sondern einen Wert repräsentiert. Den Wert, den wir einem Geldschein beimessen, erlangt dieser ja aufgrund der dafür kaufbaren Güter. Gäbe es keine Güter, hätte das Geld auch keinen Wert. Können ja nur kaufen, was hergestellt wird. Diejenigen, die realproduktiv tätig sind, also realwirtschaftlich tätig sind, verleihen dem Geld dadurch, dass sie etwas produzieren, erstmal die Kaufkraft. Nicht diejenigen, die das Geld verleihen. Genau genommen müsste der Eigentümer des Geldes sich bei dem realwirtschaftlich produktiv tätigen Kreditnehmer bedanken, dafür, dass er mit seiner produktiven Leistung seinem Geld einen Wert verschafft, anstelle Zinsen von ihm zu verlangen. Das heißt also, der Verleiher von Geld produziert selbst keine Werte. Es ist ja gerade der Kreditnehmer, der durch die realwirtschaftlichen Investitionen Werte und Arbeitsplätze schafft. Und das lässt die aus dem Zins resultierende Vermögensumverteilung als ungerecht erscheinen. Der Zins stellt ein Einkommen ohne Gegenleistung dar, nämlich das Recht auf den fremden Arbeitsvertrag, wie Silvio Gesell zu Recht es bezeichnete. Und in diesem Zusammenhang finde ich auch ganz interessant, was wir aus dem Modell der vollständigen Konkurrenz lernen. Die vollständige Konkurrenz ist ja nur ein theoretisches Modell, was es gar nicht gibt, ich weiß. Aber trotzdem können wir ganz interessante Aufschlüsse hinsichtlich des Zinses finden. Im Modell der vollständigen Konkurrenz verdient jeder nur genau so viel, wie er anhand seiner Produktionsfaktoren auch verdient zu verdienen. Also der Unternehmensgewinn übersteigt nicht den Betrag der Opportunitätskosten der eingesetzten Produktionsfaktoren. Im Modell der vollständigen Konkurrenz verdient also der Firmenchef nicht grundsätzlich mehr als der Mitarbeiter am Fließband. Beziehungsweise wenn er mehr verdient, dann deshalb, weil er auch mehr Faktoren eingesetzt hat. Nämlich mehr Zeit, Know-how, Studium, vielleicht auch Kapital. Aber er verdient nicht darüber hinaus mehr. Also jeder verdient immer nur so viel, wie es auch im Einsatz seiner Produktionsfaktoren entspricht. Das gilt allerdings nicht für den Geldverleiher. Der Geldverleiher verdient nämlich, ohne überhaupt irgendeinen Produktionsfaktor eingesetzt zu haben. Die Produktionsfaktoren sind nämlich Arbeit, Boden und Sachkapital. Und wenn man das Ganze nicht aus der Sichtweise der Produktionsfaktoren, sondern aus der damit schaffbaren Produktivität sehen, kommen wir zu dem gleichen Ergebnis. Im Modell der vollständigen Konkurrenz verdient jeder den Betrag, der seiner Grenzproduktivität entspricht.
Der Geldverleiher streicht allerdings einen Verdienst ein, obwohl seine Geldgrenzproduktivität eigentlich null ist. Es ist ja gerade der Kreditnehmer, der realwirtschaftlich produktiv tätig ist. Jetzt werden natürlich einige sagen, Moment mal, natürlich hat Geld, Kapital eine Grenzproduktivität, steht doch in jedem Lehrbuch. Auch Keynes sprach schon von der Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals. Aber diese Sichtweise liegt eben daran, dass man nicht unterscheidet zwischen dem Zins aus der Geldleihe und der Rentabilität oder dem Verdienst aus einer realwirtschaftlichen Investition. Und deswegen wird auch häufig nicht zwischen Geldkapital und Sachkapital unterschieden. Geld ist nicht produktiv. Es sind Menschen, die produzieren. So, noch ein kurzes Wort zum sogenannten Ethical Banking. Es gibt ja inzwischen eine ganze Menge von Banken, die nach ethischem Konzept arbeiten. Und das ist auch grundsätzlich gut. Da kann man zum Teil mitentscheiden, für welche Investitionen die Kredite oder seine Guthaben verwendet werden. Kann man mitentscheiden, dass zum Beispiel nicht für Kinderarbeit, Drogenhandel oder umweltzerstörende Projekte das Geld investiert wird. Das ist grundsätzlich gut. Aber trotzdem stellen alle diese Banken, die ich zumindest kenne, nicht den Zins in Frage. Auch da werden Guthaben verzinst und Kredite kosten einen Zins. Und da der Zins letztendlich zu diesem Wachstumszwang führt, es aber keinen nachhaltigen Wachstum gibt, sind diese Banken auch nicht nachhaltig umweltfreundlich. Und da die zinsbedingte Vermögensumverteilung nicht verhindert wird, frage ich mich, oder ist auch der Begriff Ethical Banking nicht unbedingt treffend. Obwohl ich natürlich das viel besser finde als eine normale Bank. Und auch noch ein Wort zu Mikrokrediten. 2006 hat ja hier der Herr Yunus einen Nobelpreis bekommen für die Idee der Förderung der Kleinstkredite. Auch die Allerärmsten sollten die Möglichkeit haben, Kredite zu bekommen und deswegen zu wachsen. Und das gab natürlich einen tollen Boom. Die indische Bank SKS, Microfinance Limited, steigert die Zahl der Mikrokredite von 80.000 auf 7,3 Millionen. Und das gilt nicht nur für indische Banken, sondern für den ganzen internationalen Bankensektor, die da alle schön mitverdient haben, auch deutsche Banken. Und man kann das auch ganz anders interpretieren. Die Banken sind so sehr gezwungen, auf den Guthabenkonten Zinsen zu generieren, also das Geld muss ja irgendjemand erwirtschaften, die sind so sehr gezwungen, Kredite zu verkaufen, dass ihnen jedes Mittel recht ist. Sie verkaufen also auch an die Ärmsten der Armen nun Kredite und dieser Nobelpreis verkauft uns dieses Verhalten als moralisch gerechtfertigt. Der Herr Yunus wurde übrigens vom Vorsitz seiner eigenen Bank enthoben und die Ministerpräsidentin von Indien hat ihm vorgeworfen, die Armen auszubeuten und da gab es auch eine Reihe von Selbstmordfällen. Jetzt wage ich noch einen kurzen Ausblick. Drei Szenarien, was jetzt als nächstes passieren könnte. Ein Währungsschnitt wie 2001 in Argentinien, eine Hyperinflation, nämlich dann, wenn die ganze Geldmenge auf den Konsumgütermarkt schwappt und auf die Rohstoffmärkte und Lebensmittelmärkte. Das ist nichts anderes als ein Währungsschnitt im Grunde, dann streicht man irgendwann die Nullen, das ist ja im Grunde das Gleiche. Ja, und Weltkrieg könnte auch eine Lösung sein, die hoffentlich nicht gewählt wird. Also wenn man in Geschichtsbücher schaut, gingen die großen Wirtschaftskrisen ganz häufig mit Kriegen einher. Hoffen wir, dass unsere Regierenden diesen Ausweg nicht wählen werden. Wir können uns etwas schützen, zumindest vor dem Finanzcrash, indem hoffentlich flächendeckend Regionalwährungen eingeführt werden. 2006 gab es ja schon 65 Regionalgeldinitiativen. Der bekannteste ist wohl der Chiemgauer, kennen Sie wahrscheinlich alle. Die Erfahrungen damit sind ja durchweg positiv oder überwiegend positiv. Und meine Vision ist, wenn sich diese Regionalgeldinitiativen zusammenschließen könnten, dann hätte das Vorteile für die gesamte deutsche Wirtschaft. Die derzeitigen Probleme des Finanzsystems würden zumindest abgemildert, denn wenn der Euro irgendwann nicht mehr geht, dann haben wir wenigstens ein Regionalgeld. Und die ganzen anderen Nachteile, die wir besprochen hatten, würden natürlich dann weniger stark ausgeprägt sein, weniger Umweltverschmutzung. Die Wirtschaft würde endlich beginnen, den Menschen zu dienen und nicht umgekehrt. Wir könnten uns nach menschlichem Maß entwickeln und auch gäbe es eine weniger ausgeprägte Vermögensumverteilung.
Und hier hätte ich noch einen Vorschlag an die Industrie. Die 100 größten deutschen Unternehmen könnten sich ja eigentlich zusammenschließen und ein Regionalgeld deutscher Industrie gründen. Wenn alle großen deutschen Unternehmen nämlich ein Regionalgeld hätten und ihre Löhne in diesem Regionalgeld auszahlen würden, dann würde sich das ganz schnell verbreiten. Die meisten Unternehmen, kleineren Geschäfte würden wahrscheinlich das Geld dann annehmen, weil eben so viele Leute es dann schon benutzen. Und das hätte natürlich einen großen Vorteil für die deutschen Unternehmen, weil sie ihren Verkauf auf dem heimischen Markt jeweils fördern. Natürlich sind die großen Unternehmen auch exportorientiert, aber der heimische Markt ist meistens der wichtigste. Man fängt ja schließlich an, erst vor der Haustür zu verkaufen und dann erst überregional. Und die hätten bestimmt nichts dagegen, den heimischen Markt zu fördern. Und der Wettbewerbsvorteil liegt nämlich dann darin, dass ausländische Hersteller das Geld wahrscheinlich erstmal nicht akzeptieren. Ein Hersteller von einem japanischen Auto wird wahrscheinlich kein Regionalgeld deutscher Industrie haben wollen, weil das schlecht an der Devisenbörse in Yen umtauschen kann. Also die hätten einen Vorteil und wir hätten einen Vorteil, dass es dann flächendeckend ein Regionalgeld gäbe. So, was kann jeder selbst tun? Da möchte ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Was können wir alle tun? Wir können Informationen verbreiten, das ist das Allerwichtigste. Information ist die beste Waffe. Je mehr Menschen wissen, was Sache ist, desto weniger können unsere Regierungen und Regierenden uns etwas anderes verkaufen. Also informieren Sie möglichst viele andere Menschen, besprechen Sie mit Ihren Kollegen, Bekannten, Verwandten, Freunden in der Arbeit, bei der Freizeit, in der Sauna, wo auch immer. Schreiben Sie E-Mails an Bundestagsabgeordnete, schreiben Sie Leserbriefe. Gründen Sie ein Regionalgeld oder werden Sie Mitglied in einem Regionalgeldverbund, werden Sie Mitglied bei Global Change Now. Und beten Sie. Meine Oma wie auch meine Mutter haben immer gesagt, beten hilft. Das ist auch meine Erfahrung. Beten wir, dass nicht der Weltkrieg als Lösung von unseren Regierenden genommen wird, um die Krise zu lösen. Dankeschön, vielen Dank.